Hi Leute, ich bin's wieder, euer Dominik, und ich melde mich heute mal wieder mit einem neuen Video. Allerdings werdet ihr jetzt schon bemerken, ich bin mal wieder in einem neuen Hallenbad, und zwar bin ich hier im Mombachbad in Bad Cannstatt in Stuttgart. Schönes Vereinsbad, das SV Cannstatt. Und ja, ich bin heute hier, weil ich heute mal ein neues Video zum Thema Training mit dem Zugseil machen möchte. Und ich sage jetzt nicht bewusst Schnelligkeitstraining mit dem Zugseil, sondern mit dem Zugseil, was man hier auch schön sehen kann, kann man viel mehr als nur Schnelligkeitstraining machen, sondern man kann auch Widerstandstraining machen, man kann Krafttraining auf eine bestimmte Zeit machen, also Kraftausdauertraining, wirklich auch ein, naja, auch sogar ein Maximalkrafttraining in gewisser Hinsicht, wenn man zum Beispiel mit einem ganz, ganz kurzen Seil nur Abstöße übt mit maximalem Abdruck. Und ja, ich habe mir jetzt hier von der Firma Schmitzler Startsysteme ein Set persönlich für mich zusammenstellen lassen. Das nennt sich Setex Set. Und ich habe jetzt hier drei verschiedene Seile. Einmal das 4 Meter Seil, das 7 Meter Seil und das 12 Meter Seil. So, jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, wieso habe ich drei verschiedene Seile? Ja? Weil ihr kennt das bestimmt aus eurem eigenen Verein. Wenn ihr schon mal mit dem Zugseil trainiert habt, ihr habt da meistens ein Seil, vielleicht zwei Seile, die beide wahrscheinlich die gleiche Länge haben. Und was macht man? Man läuft auf die andere Seite meistens und macht einfach eine Bahn Training mit dem Seil auf maximale Geschwindigkeit. Das wäre eine Form des Zugseiltrainings, aber man kann noch viel mehr machen. Und ich sage euch aus eigener Erfahrung, wenn man wirklich dann mal individuell trainieren möchte, dann wird das mit einem Seil sehr schnell lästig. Ich habe jetzt hier wirklich die Möglichkeit, ich habe bereits drei verschiedene Seile hier hängen, die ich alle so in dem Set auch bestellen kann und mir individuell anpassen und machen lassen kann. Und ich habe noch einen weiteren Vorteil, sondern ich muss nicht immer die Gurte, die man sich ja um die Hüfte schnallt, an- und ausziehen, sondern ich habe hier hinten bei mir, ja, so einen schönen Haken, wie man auch hier sehen kann, und in jedem Seil ein Karabiner. Und was mache ich? Ich mache es einfach nur an, ich mache es wieder aus, also ich ziehe es an, ich ziehe es aus, blitzschnell kann man wechseln. Und so hat man einfach als Trainer jetzt im Verein die geile Möglichkeit, einfach parallel zu arbeiten, individuell. Der eine Sportler kann zum Beispiel Abstöße und eine Tauchphase machen, was ich euch gleich zeigen werde. Der nächste Sportler kann vielleicht 10 Sekunden gegen den Widerstand arbeiten, was ich nachher mit dem 7 Meter Seil machen werde, was dann auf die 25 Meter Kurzbahn, die wir haben, wirklich eine gute Länge ist. Und ich habe das 12 Meter Seil hier liegen, mit dem ich nachher eine Bahn mit dem Seil, also nicht gegen den Widerstand, sondern mit dem Widerstand, auf supramaximale Geschwindigkeit ein Schnelligkeitstraining ausführen werde, was ich euch am Ende auch zeigen werde. So, jetzt will ich auch gar nicht mehr viel reden, sondern wir gehen direkt in die erste Übung rein, und dazu sehen wir uns gleich wieder. Und Übung wird sein Abstöße und Tauchphase, maximale Delphin Kicks mit dem 4 Meter Seil. So Leute, jetzt sind wir hier bei der ersten Übung. Abstoß maximal und Delphin Tauchphase. Gib ihm circa 8 bis 10 Sekunden alles raushauen, was geht. Danach Pause machen, und danach könnt ihr das natürlich wiederholen bei euch im Training. Und ja, ich schnall mir das Teil einfach an, zack, hängt schon, Brille drauf. Und wichtig immer beim Schnelligkeitstraining, bei maximaler Belastung, nicht einfach nur anfangen, sondern kurz Zeit nehmen, fokussieren, konzentrieren, was mache ich eigentlich, und dann geht's los. Leute, jetzt sind wir schon wieder bei der nächsten Trainingsform, und zwar jetzt 10 Sekunden maximale Belastung gegen den Widerstand. Wer das noch nie ausprobiert hat, wirklich mal gegen den Widerstand zu schwimmen, mega geiles Gefühl, wenn man wirklich mal nachher spürt, wie die Hand wirklich gegen das Wasser den Abdruck sucht, findet, und man wirklich den Abdruck halt braucht, um nach vorne zu kommen, und das ist wirklich geil. Probiert das mal aus. Und ja, 7 Meter Seil hängt schon hier. Ich gehe jetzt gleich ins Wasser rein. Die Spannung ist noch nicht groß hier. Das hängt relativ locker noch dran. Stoß mich gleich vom Boden ab, um ein bisschen Geschwindigkeit aufzunehmen. Und dann schwimme ich so lange maximal mit einer möglichst ordentlichen Technik, was ich jetzt gleich versuchen werde.
und schwimme einfach so lang, bis der Pfiff ertönt. Schaut zu. So Leute, wir sind schon bei der letzten Übungsform angelangt und zwar jetzt der Klassiker 25 Meter mit dem Widerstand maximal, also mit dem Seil schwimmen, und das haben sicherlich einige von euch schon gemacht. Das kann man jetzt natürlich alleine ausführen, aber um das Ganze natürlich ein bisschen zu intensivieren, um auch die Spannung des Seils aufrecht zu erhalten, würde ich euch empfehlen, arbeitet zu zweit. Einer schwimmt, der andere hat so lange Pause und wirklich zieht einfach das Seil mit aus dem Wasser, dass man die Spannung für den Schwimmer aufrechterhalten kann, um so einfach die Übungsmethode auch bis zum Ende der Bahn ausführen zu können. Weil, was erzeugen wir jetzt? Wir erzeugen natürlich jetzt eine Übergeschwindigkeit, eine supramaximale Geschwindigkeit, und da wird es natürlich umso schwerer, wirklich den Druck zu finden. Das ist jetzt wirklich Übungssache, da wirklich aufs Wasser drauf zu kommen, auf die Welle zu kommen, Finger anstellen, Hände anstellen und dann wirklich den Druck zu finden und dann einfach ein gutes Gefühl beim Schwimmen zu erzeugen. Und natürlich muss ich jetzt auch meinen Gürtel umdrehen, denn ich brauche ja diesen Haken hier vorne, aber geht hier wunderbar, da ratscht nichts, da beißt nichts, wirklich angenehm zum Schwimmen. Und ja, jetzt heißt es eine Bahn maximal Kraulschwimmen, kann man natürlich auch mit allen anderen Lagen machen, aber ja, ich mache jetzt Kraul und ja, schaut einfach zu. Konzentration. So, Leute. Ich bin fertig, Seil ab, Gürtel weg. Übrigens überraschend angenehm, hätte ich gar nicht gedacht. Also schnürt nichts ein, natürlich, ja, zieht das Ding nicht so eng, dass ihr keine Luft mehr kriegt, aber ihr macht es ja auch nicht hier oben hin, sondern macht das an die Hüfte. Und ja, mir hat es mega Spaß gemacht. Wie gesagt, das Ganze ist keine neue Trainingsmethode. Seit vielen Jahren gibt es das in den Laufsportarten, in den Spielsportarten, dass man gegen Widerstände arbeitet, ob es im Football, in der Leichtathletik ist, macht man überall. Und auch im Schwimmen ist es nichts Neues, aber meiner Meinung nach wird das einfach viel zu selten oder viel zu wenig gemacht in vielen Bereichen, an vielen Orten. Und wirklich, es ist nicht kompliziert, man braucht nicht viel dafür. Man kann diese Seile an jeden Block hinmachen. Entweder man hängt sie nur einfach ein oder man bindet sie halt um den Block rum. Da muss man halt natürlich ein bisschen aufpassen, ja, wie ist die Beschaffenheit des Blocks, aber man braucht nicht viel, um dieses Training zu machen, und es hat für eure Kids, für eure Sportler einfach einen großen Mehrwert, weil sie mal was anderes machen. Natürlich kann man Schnelligkeitstraining machen, indem man einfach nur vom Block springt oder vom Beckenrand reinspringt und dann 10 Sekunden Vollgas gibt, oder man kann sich auch ganz normal abstoßen und Delphi-Kicks machen, aber das macht man so oft, das ist monoton, und für eure Kids ist das ein riesiger Fun-Faktor, wenn sie einfach mal mit anderen Gerätschaften arbeiten dürfen, wenn sie da sich ein bisschen selber austesten können. Und glaubt mir, ihr bereitet da jedem Kind, wenn es nicht gerade vielleicht ein 10-Kilometer-Schwimmer ist, der nicht so auf Schnelligkeitstraining angewiesen ist, ihr bereitet jedem Sportler eine riesige Freude. Mir hat es mega Bock gemacht, die Sachen auszutesten, und wir hätten jetzt auch ein 15 Meter Seil noch gehabt, aber das 15 Meter Seil ist natürlich jetzt hier für die Kurzbahn ein bisschen zu lang. Das wäre natürlich dann für die 50 Meter Bahn, für Vereine, die auf der Langbahn trainieren, ideal. Wie gesagt, die Seile gibt es in allen Längen, kann man sich individuell anfertigen lassen, und jetzt höre ich auch auf zu reden, sondern ihr habt meine Begeisterung dafür.
gemerkt, wenn ihr Interesse habt, Infos zum Hersteller, zu der Homepage, blenden wir euch überall ein, auch unten in der Videobeschreibung. Und ja, probiert es aus, holt euch die Informationen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn ihr Fragen dazu habt. Wie trainiert man mit diesem Zugseil? Was kann man dann alles noch so machen? Schreibt uns und wir schauen dann, was wir damit noch alles machen können. Das war's von mir. Macht's gut. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.